Boah, Mann, wo bin ich denn? Boah, mein Kopf. Da muss echt eine heftige Ziehung gewesen sein. Mann. Ich kann mich nur noch an die 10. Flasche Wodka Red erinnern. Und das war höchstens erst um 10. Du bist auch hier? Hey, und guck mal, Lenny. Ey, da ist ein Finger. Boah, der Finger sieht aus wie eine Knackwurst. Das ist Werners Finger, Alter. Du meinst Beefy? Ach Mensch, apropos Beefy, ey. Ich könnte ja gleich mal aus der Küche holen. Ich hab ja noch zwei. Und Hunger hab ich auch. Willst du auch eine? Oh ja, hey. Auf nüchternem Magen kann die Sauferei nicht weitergehen. Also, one Beefy bitte. Hier, mein Bester. Ich hab sie hier schon ausgepackt und auf den Teller gelegt. Du Mord, die Knacker sind aber hart, Mann. Hey, die kannst du nur schlingen. Du aber mal was anderes. In der Ecke hinter der Tür steht Howards Gitarre. Eventuell war der gestern mit dabei. Und er weiß, was mit Werner passiert ist. Warte, Howard hat seine Knarre hier vergessen? Boah, ich sag's dir, Lenny, ey. Die südafrikanische Spinnen, das muss an der Sonne liegen. Du bist echt taub, Alter. Ich werde mal Howard schnell anrufen von deinem Telefon. Warte mal. 7, 2, 5, 8, 3, Yes, Howard hier, für meine Fans, Howie. Hey, Lenny aus Berlin hier. Du, Howard, alter Splitter, sag mal, warst du gestern Abend noch bei uns? Oh ja, mein Freund, war ich. Und wir haben viele Geschichten erzählt von Wayne, damals, wie er zu viel Alkohol getrunken hat und in eine taiwanische Puff aufgewacht ist. Sag mal, weißt du, was mit Werner passiert ist, mein Bester? Oh, das war gegen Elvur. Das seid ihr drei abgezogen. Ihr wolltet auf Tour am Damm. Okay, danke, Howard, für die Info. Ach ja, Howard, deine Gitarre ist noch da. Naja, die ist im Eimer, ne? Okay, bis dann, Howard. Na, Lenny, schon was rausgefunden? Also Howard meint, dass du, Icke und Werner gegen 10:30 aufgebrechen sind, in Richtung Damm. Wir waren auf dem Damm? Ey, das darf nicht wahr sein. Wir sind im Puff gegangen. Oh Mann, dann weiß ich auch genau, wo Werner wieder ist. Er wird sicher bei der Thai-Dame da sein. Du meinst Li Wong Chu? Oh Mann, war das nicht diese chinesische Transe? Du weißt doch, wenn Werner mal betrunken ist, macht er alles mit. Okay, los, schnell hin. 60 Minuten später. Da ist es. Guck mal, den quatsch mal an. Hey, Lee, du kleine Tucke. Du, wir suchen Werner, du weißt doch, der alte zerknitterte Kauz, der so aussieht wie eine Strohpuppe. Wehe, Lee, du hast Werners Trunkenheit ausgenutzt, ey, dann zieht er deine Frühlingsrolle lang. Ecke mit dir, Lee, Alter, du spinnst. Ich meine, hey, okay, ich sehe gut aus und wenn du davon träumst, dann ich und du, das ist nicht schlimm, ihr könnt das ja verstehen, aber ich und du, das kannst du mal voll vergessen, Alter. Lee, träum weiter. Moat und Lee in einem Bett von hinten. Da war sicher nett. Im Moment mal auf mein Handy gucken. Moment, ich schau mal da. Ah, Video. As fuck, Moat. Ho, ho, ho. Hey, Moat. Nee, hey, Mann. Hey, was geht denn da? Ha, Mann, der besorgst dir kräftig. Moat, mein Freund, der Hinterlader. Krass. Mann, Moat, wie peinlich bist du denn? Los, also, aber ich wusste schon immer, du hast einen Hang zu Typen. Echt geil. Wie, was, wer, wo? Ey, zeig her. Oh nein, Scheiße. Ich und Lee. Au, das tat doch weh, das tut doch weh. Oh Mann, das Video, das löschen wir gleich, okay? Das darf Caro nie sehen. Lenny, das bleibt alles unter uns. Oh doch, scheiße, das Video muss weg. Moat, löschen, das bleibt unser Geheimnis. Das darf Gysi nie wissen. Mann, erst Moat, dann mich. Und zum Schluss hat Lee sicher auch Werner verführt. Also hat's nur uns beide ermittelt, Moment mal. Er ist also wieder zu mir heim. In der Küche standen noch Bratkartoffeln rum. Komm, wir müssen heim, Lenny. Ich weiß, wo Werner schon ist. 60 Minuten später. So, da sind wir. Und da ist meine mega Kühltruhe. Und weißt du was? Was denn? Dass es in deiner Kühltruhe kalt ist? Werner liegt da drin. Macht's Klick? Werner geht mit uns in Puff. Denke schon. Wir treiben es total betrunken mit Mr. Lee. Musst du noch davon anfangen? Werner denkt, dass wir schwul sind und ist wieder zu dir heim. Nun kommen wir zu den Bratkartoffeln. Werner hat alles ausgesoffen und hatte Hunger. Hat sich Kartoffeln geschält und sich beim Schälen den Finger abgeschnitten. Denke schon. Aber was wollte der in der Kühle? Ganz einfach, ey. Der wollte seinen Finger, der noch oben lag, mit einem Beutel. Den Beutel mit Eis tun und Eis gibt's nun mal hier unten in der Kühltruhe. Also ist er runtergegangen und ist dann auf Jenny getroffen. Wie kommst du denn da drauf? Die Pilze sind weg. Die Jenny, die hat sie rausgeholt. Ich glaube, die hat sie mitgenommen. Die hat halt nicht gewusst, wie sie Kühltruhe aufbekommt. Die hat sicher Werner gefragt, ob er ihr die Pilze gibt und die Kühltruhe aufmachen kann. Werner holt die Pilze raus und gibt sie ihr. Und als Jenny die Pilze hatte, zack, kickt sie den Werner in die Kühltruhe und zack, Klappe zu, Werner drin. Truhe geht nur von außen auf. Großes Kino, Werner jetzt on Ice. Dann öffnen wir mal kurz und ach du meine Güte, Mann, die Eisblock-Version von Werner. Meinst du, der wird wieder? Wir stellen den, so wie er ist, raus in die Sonne, dann löschen wir das Video. Und dann saufen wir uns so zu, dass wir uns an Jahre nicht mehr erinnern können. Ist das ein Plan? Das klingt nach einem guten Plan. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Das sehe ich auch so. Ganz genau.